Hier befindet sich das Metern-Waisenhaus. So Peter, derzeit leben 52 Metern da. Es variiert immer. Letztes Jahr waren über 70. Die verteilen sich, die gehen auch in Werkstätten und so weiter. Auf jeden Fall, diesem Heim helfen wir schon seit vielen Jahren mit Lachen, auch mit Tränen. Ebenso wie das Bubenwaisenhaus Pajagala, das nur einige Kilometer weiter entfernt sich befindet. Heute haben wir wieder abgeladen, 400 Kilo Reis, Linsen und so weiter, aber das sieht man ja auch von anderen Streifen. Zur Schule, wo einige Mädel noch Unterricht haben. Da hinten wird der Mist abgelagert und hofft, dass das Wasser mitnimmt. Diese Schule ist bei den Mädchenweisen aus Peter angrenzend. Die Kleinen.
Luftballons kommen von Walter Jatz aus Klagenfurt. Und die Kinder freut es. Computer.